Stell dir vor, jemand würde dir ein etwas merkwürdiges Spiel vorschlagen. Er würde sagen: Schau mal, ich habe hier einen leeren Beutel. In den Beutel tue ich rein drei grüne Kugeln und zwei rote Kugeln. Deine Aufgabe ist es nun, blind in diesen Beutel reinzugreifen und eine Kugel rauszuholen. Und dann nochmal reinzugreifen und eine andere Kugel rauszuholen. Und wenn du dann am Ende zwei grüne Kugeln erwischt hast, dann gewinnst du 1 Euro. Zwei grüne Kugeln, das gibt dir einen Gewinn. Und der Gewinn beträgt 1 Euro. Allerdings zum Mitspielen musst du etwas zahlen. Spieleinsatz. Der Spieleinsatz, der beträgt 35 Cent, also 0,35 Euro. Die Frage ist jetzt, wenn du nur ans Geld denkst, würde sich das Spiel für dich lohnen? Würdest du bei diesem Spiel wahrscheinlich gewinnen? Nun, du greifst ja zweimal in diesen Beutel rein. Wir können ja erstmal nachschauen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, beim ersten Griff in diesen Beutel eine grüne Kugel zu erwischen. Also die Wahrscheinlichkeit beim ersten Zugriff grüne Kugel zu erwischen. Schreiben wir es mal hier so abgekürzt. Beim ersten Zugriff eine grüne Kugel zu erwischen. Wie groß ist das? Nun, da sind ja fünf Kugeln drin und du kannst ja jede dieser Kugeln mit gleicher Wahrscheinlichkeit erwischen bei deinem ersten Zugriff. Das heißt, du hast auf jeden Fall fünf gleich wahrscheinliche Ergebnisse. Ja, und von diesen fünf Kugeln sind ja drei grün. Das heißt, du hast drei Ergebnisse, die dieses Ereignis hier erfüllen, dass du eine grüne Kugel erwischt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt also 3/5. Das war die Wahrscheinlichkeit für den ersten Griff. Jetzt kommt aber noch der zweite Griff. Und das, was wir eigentlich wissen wollen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du beim ersten Zugriff grün bekommst und, also machen wir hier mal dieses mathematische Und-Symbol, und beim zweiten Zugriff auch grün bekommst. Darum geht es ja. Zweimal grün brauchst du ja, um diesen Gewinn einzustecken. Also die Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal und beim zweiten Mal grün zu bekommen, das interessiert uns eigentlich. Und die Frage ist es, ist das jetzt ja 3/5 mal 3/5, also 9/25? Das würde voraussetzen, dass beide Ereignisse unabhängig voneinander sind. Also, dass du beim zweiten Mal reingreifen dieselben Chancen hast wie beim ersten Mal reingreifen. Das ist aber nicht der Fall, denn du hast ja diese grüne Kugel schon rausgenommen und nicht zurückgelegt. Das heißt, der Inhalt des Beutels hat sich ja verändert bei deinem zweiten Versuch hier. Also hast du da nicht die gleichen Chancen. Die beiden Ereignisse sind nicht unabhängig voneinander. Also hier dieses Ereignis. Das hängt vom Ergebnis des ersten Versuches ab. Hängt vom ersten Versuch ab. Das sind keine unabhängigen Ereignisse. Und deshalb kann ich jetzt nicht einfach 3/5 mal 3/5 rechnen. Da muss ich schon auch bei dem zweiten Versuch nochmal genau hinschauen. Also, wenn ich das nochmal umformuliere, also das, was ich suche, ist, dass ich beim ersten Versuch eine grüne Kugel in die Hand bekomme. Und dann, ja, mal der Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Versuch eine grüne Kugel in die Hand zu bekommen. Unter der Voraussetzung, dass ich beim ersten Versuch eine grüne erwischt habe. Also dieser Strich hier, der soll sowas, so eine Erläuterung darstellen. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass, ja, dass ich eben beim ersten Versuch grün hatte. Unter der Voraussetzung rechne ich diese zweite Wahrscheinlichkeit hier aus. Beim ersten Mal grün, das hat mehr gerechnet. Das war die Wahrscheinlichkeit 3/5, weil ich eben drei grüne Kugeln in dem Beutel drin habe und insgesamt sind in dem Beutel fünf Kugeln drin. Hier, wenn ich den zweiten Versuch starte, da sind in dem Beutel ja nur vier Kugeln. Das heißt, grundsätzlich habe ich nur hier eine Auswahl aus vier möglichen Ergebnissen. Und wie viele davon sind grün? Nun, am Anfang habe ich eine grüne rausgenommen, deshalb sind da nur noch zwei grüne drin. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit beträgt 2/4 und das muss ich jetzt miteinander multiplizieren, um eben die Wahrscheinlichkeit für dieses kombinierte Ereignis zu bekommen. Das wären dann gerade 6
Zwanzigstel oder 3/10 oder kann ich auch sagen 30% beträgt die Wahrscheinlichkeit. Also 30% ist die Wahrscheinlichkeit, zwei grüne Kugeln aus dem Beutel rauszuholen. Ja, wie groß ist denn dann der erwartete Gewinn? Der erwartete Gewinn wäre dann 1 Euro mal 30%. Das ist eine Gewinnerwartung, die ich dann pro Spiel hätte. Und das sind gerade 0,3 Euro, also 30 Cent pro Spiel würde ich erwarten zu gewinnen. Im Durchschnitt über eine größere Anzahl von Spielen. Vergleiche ich das jetzt mit meinem Spieleinsatz von 0,35 Euro, da stelle ich fest, dass ich auf jeden Fall über lange Sicht verlieren würde, weil ich weniger rauskriege, als ich hier pro Spiel einzahle. Also solltest du sagen, nein, da spiele ich nicht, das lohnt sich nicht für mich. Frage ist jetzt, wenn die Kugel nach dem ersten Versuch zurückgelegt würde, wie sehen denn da deine Chancen aus? Würde sich da das Mitspielen lohnen für dich?